Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Felsbrunn. Ja, was machen wir hier? Wir müssen unsere Seemaschine mal wieder voll tanken. Sie ist leer. Hier stehen auch noch unsere Gerätschaften, die wir vor 2 Folgen gekauft haben, die wir aber noch nicht abgeholt haben. Ich weiß, Schande über mein Haupt, Schande über mein Haupt. So. Warte mal, wir wollen nicht dagegen fahren. Jetzt sind wir doch gegengefahren. So, Saatgut können wir auch gleich nochmal aufladen, dann ist das auch voll, sehr schön. Dann fahren wir jetzt damit weg. Und dann wollte ich sagen, machen wir noch schnell das eine Feld fertig, dann kann das auch schon mal wachsen und dann müssten wir... Dann sind wir dabei, unser Mais vom Feld zu holen. Da haben wir in der vorletzten Folge das Maisfeld gekauft noch. Der Drescher steht schon davor mit dem Maisgebiss, was wir uns aber nur gemietet haben, weil wir Mais wahrscheinlich erstmal nicht nochmal anpflanzen werden. Ich wollte zwar eigentlich einen kleinen Häcksler mieten, aber 24.000 für das kleine Feld mieten. Ich glaube, da müssten wir mal eine Folge machen oder mal alle Felder mit Mais anpflanzen, dass wir dann... Dafür brauchen wir auch eine Seemaschine, ne, die Mais kann. Ah, Mist, Mist, Mist. Da müssten wir da mal sehen, ob sich das lohnt oder ob wir mit Silageballen arbeiten. Aber einmal müsste man, könnte man ja auch Mais auf den beiden Feldern, weil da hinten machen wir ja Wiese. Ja, Wiese. Ach, wir brauchen gar kein Mais. Wenn wir das mit der Wiese machen, stimmt. Machen wir Grassilage. So, zack. Das Stück hier hinten ist jetzt nicht ganz so wild. Wir wollten jetzt einfach in der Folge nochmal schnell das hier fertig kriegen. So, komm hoch. Zack, anheben. Senken. So. Zurück, zurück, zurück. Ja, dann haben wir das auch geschafft. Wir brauchen nur noch einmal runterfahren. Dann können wir gleich die Ecke da vorne auch nochmal mitnehmen, die wir übersehen hatten. So, zack. Und rum. Und senken. So, ein Kärcher. Haben wir einen Kärcher eigentlich gekauft? Das weiß ich gar nicht. Moment, Leute, haben wir eigentlich einen Kärcher? Nee, kein Kärcher. Wir haben keinen Kärcher. Oh, da müssen wir uns gleich nochmal einen Kärcher zulegen. Weil die Maschine ist so dreckig. Die ist aber so fast von dreckig. So, haben wir erledigt. Zack, schön. Können wir ausmachen. So. Sehr schön. Kommen wir mit. Können wir dann am besten den Kärcher hinstellen. Leute, wir kaufen uns nochmal schnell einen Kärcher. Platz diverses hier. Wo stellen wir ihn denn am besten hin? Da können wir ihn hinstellen, das ist okay. So, Rückwärtsgang. So. Hä? Warum hat der uns 13.000 gekostet? Was ist denn das für ein Farsche? Was hat der uns denn jetzt... Der kostet 4.000. Warum hat der uns jetzt eine 9.000 mehr gekostet? Das verstehe ich nicht. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas stimmt doch hier nicht, Leute. Ihr könnt es mir ja mal in den Kommentar schreiben, ob ihr wisst, warum das immer so extrem übertrieben zusätzlich teuer ist. Das verstehe ich nicht. So, ist er sauber? Ah, müsste sauber sein. Das verstehe ich nicht. Warum war der denn jetzt dreimal teurer? Doch, dreimal teurer war der. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. So,
So, komm her hier. Hoch mit dir. Sehr schön. So. Na, komm her jetzt. Und jetzt gehen wir in den Mais. Das ist aber auch nur so eine Mini-Schnittbreite, ne, die wir hier haben. Ach, wir brauchen. Ach, wir hätten die Sämaschine, hätten wir nur noch gebrauchen können. Ach, Mist. Aber ist nicht so schlimm. So, wir machen jetzt schnell das Maisfeld hier weg. Ist das eigentlich so länger oder so? Ach, so ist das länger. Na komm, dann werden wir jetzt nochmal hochfahren. Aber ich glaube, hoch, da wird er so langsam. Ja, guckt euch mal diese. Ey, der kommt. Der kommt gar nicht an. Ey, da muss ich den echt ausmachen, dass er das schafft. Alter Falter. Was haben wir uns denn hier für ein schräges Berg, schrägen Berg, schräges Feld gekauft? Dann bleiben wir doch lieber so. So, komm rein hier. Dann fahren wir halt immer nur so. Dann kommen wir halt, machen wir halt ein bisschen weniger, aber wir kommen wenigstens hoch. Alter Falter. So. Das regt mich jetzt total auf. Du hast keinen Zugang auf dieses Feld. Okay, ist ja gut. Ist ja gut. Oh, komm, fahr an, ey. Das ist aber auch hier. Deswegen mag ich nicht diese schrägen Hangfelder. Da muss der Drescher mal so arbeiten, da kommst du teilweise gar nicht hoch. Und viel bringt es eigentlich auch nicht hier. Siehst du nicht mal, jetzt haben wir eine Tonne. So. Aber warum hat uns dieser olle Kercher jetzt so viel Kohle gekostet? Das verstehe ich nicht. Rückwärtsgang. Reicht. Und oh, Alter, ich muss echt den Motor ausmachen, sonst schafft er das gar nicht mit der Drehung. Das ist ja echt ätzend. So. Müssen wir es vorher pflügen oder können wir einfach gleich? Können wir einfach gleich Rasen drauf sehen? Ich glaube, wir können einfach gleich auch Rasen drauf sehen. So, zack, rum. Ja, euch gehört das Feld nicht. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. So, komm und rum. Hier schafft das komischerweise, aber auch mit Ach und Krach. So, und los. Na komm her gleich mit hier. Und z, 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 z. So, sehr schön. Und dann komm her hier. Fahren wir gleich mal zum Feld hin, dann fangen wir schon mal an. So, können wir? Ja, sehr schön. So, fahren wir einmal einen Bogen. Und dann wollen wir mal unseren Rasen gleich mal sehen. Zack. Sämaschine an. Dann lassen wir den Drescher mal dreschen. So, zack. Hat aber auch einen Wendekreis hier, ne? Ah, den holen wir bestimmt gleich noch ein. Können wir uns ihn auch gleich auch wieder auf ihn schmeißen. Ich dachte, wir lassen ihn noch mal ein bisschen kurz fahren. Dann können wir in der Zeit hier schon die Wiese pflanzen.
So, und wenn wir das dann haben, dann weiß ich nicht, sollen wir dann noch eine Mission machen? Oder sollen wir vorspulen, Leute? Ich weiß es nicht. Aber erstmal sehen wir hier alles an und dann gucken wir mal. Dann können wir weiter gucken. So, zack. Und runter. So. Wir haben noch gar keine Feldspritze, ne? Für Unkraut. Ach, das brauchen wir auch noch. Oh. Das kostet alles Kohle, Kohle. Aber Leute, ich habe schon gesehen, vielleicht haben wir ja bald Glück. Man kommt so Old, wie heißt das? The Valley Old Farm raus. Die habe ich früher auch schon gespielt. Ey, das wäre eine geile Map, wenn die rauskommen würde. Leute, Leute, Leute. Da würde ich sagen, da wird die Felsbrunnen erstmal, weiß ich nicht. Ob wir die weiterlaufen lassen? Ja, die lassen wir auf jeden Fall weiterlaufen. So. Aber Leute, auf was freut ihr euch denn am meisten? Jetzt auf Mods, die rauskommen, Karten, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Auf was ihr euch am meisten freut, auf welche Maps, die vielleicht bald rauskommen. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Oder Mods, auf welche ihr euch auf total freut. Also ich warte ja. Gut, Curseplay brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber GPS wäre nochmal schön, wenn das schon mal bald kommen würde. Habe ich auch schon gesehen, die ersten testen es auch schon. So GPS wäre okay. Was gibt es denn noch? Ja, aber eigentlich so GPS wäre so das Wichtigste erstmal, was man bräuchte. So, hinter den können wir auch gleich her. Dann passt das schon. So, und hoch. Oder welche Map? Welche natürlich auch. Sibasusum. Weiß nicht, ob wir dann nochmal auf die aufsteigen. Oder was natürlich auch toll wäre, wäre The Valley Old Farm, heißt die, glaube ich, genau. Die wäre auch geil. Ja? Das ist so ein schöner kleiner Hof, wo man echt viel machen kann. Das wäre natürlich auch was. So, komm her hier. Mähdrescher, fahr rum. Kann ich hinter dir gleich hinterher? Ey, man rollt aber auch hier runter, ne? So, den kann ich mal kurz dran lassen. So, komm her. Du kommst mal kurz mit. Dich können wir gleich mal abtanken, den Drescher. Zack, mitkommen. So, aber wir haben auch noch nichts hier auf unserem Hof, ne? Da müssen wir noch ein bisschen Dekoration auch noch mal hinstellen. Ich weiß gar nicht, ob die so megamäßig teuer ist, aber man kann sich auf die Preise irgendwie nicht verlassen. So. Haben wir denn mit hier eigentlich was platt? Ne. Oh, der hinter uns macht platt. So. Da wollte ich eigentlich mal gucken. Moment, Leute. Garage. Der hat 115 PS. Wie viel brauchen wir eigentlich hierfür? 80 PS. Das würde perfekt sein. So. Wenn er die nächste Runde dreht, können wir ihn eigentlich mal abtanken. So, komm mit. Senken. Oh, das ist aber vorgerollt. So, zack. Dann nochmal gleich die nächste Spur. Haben wir schon ein Viertel des Feldes, ein Drittel fertig. Sehr schön. So, und eben. So, und rum. Scheint immer noch nicht voll zu sein, ne? Ist auch nicht viel drin. Viel drauf auf dem Feld. Da ist nicht viel drauf. Zack. Und, Alter. Aber die rollen echt auch so einen Berg hinab. Das ist unglaublich. So. Erfolg, zufrieden. Dünge, 1 Hektar. Sehr schön.
Und? Ah, fast die Hälfte. So, können wir gleich hinter dir her. Und als nächstes müsste er voll sein. Dann können wir ihn ja fast in der nächsten Folge einmal abtanken. So Leute, aber ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, schaltet zu einer weiteren Let's Play Folge ein auf der Map Sibbershus, Entschuldigung, Felsbrunn meine ich natürlich, in LS19. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schaltet zur weiteren Folge ein. Die kommen jetzt immer Montag, Mittwochs und Freitags. Ihr habt das bestimmt schon in der Infobox gelesen. Es würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge einschalten werdet. Auf jeden Fall bis dahin. Tschüss.